Auch heute wieder Tagesthemen rund um die Elektromobilität auf dem Kanal von Tesla Fan. Hier ist wieder Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Auch heute habe ich wieder eine ganze Menge an kleinen Berichten zusammengestellt. Die Informationen oder die Links zu diesen Informationen sind unten verlinkt in meinem Video. Ja, was haben wir denn alles? Absatz von Elektrofahrzeugen, der erste Punkt. Der zweite, da haben wir Pannenstatistik. Mal schauen, was da rauskommt. Denn die Umweltprämie. Ja, was ist mit der Umweltprämie? Model Y. Gucken wir mal hin, was die denn da haben. Der BMW, der 3er. Was machen die mit ihrem BMW 3er? Außerdem haben wir das neue Ford Capri Modell. Ja, der Capri, ein legendäres Auto. Früher, als ich jung war, da war der Wagen schon nicht mehr ganz so jung, aber als ich jung war, war das echt ein Kultfahrzeug und ja, man mochte oder hatte dann entweder den Favoriten Manta oder Capri. Golf GTI kam dann auch noch. Naja, interessantes Fahrzeug, der Capri. Robotaxi, lasst uns schauen, was damit los ist. Und dann das Selbstfahren von Tesla, FSD 12.5, was es Besonderes daran gibt. So, lasst uns reinstarten. Und ich denke, interessant sind natürlich die Absatzzahlen von Elektrofahrzeugen. Ja, in Deutschland sind die Absatzzahlen gesunken. Warum sinken sie? Erstmal natürlich, man muss für ein neues Auto das Kapital haben. Nun ist es ja so, wenn die Absatzzahlen sinken prozentual, bedeutet das, dass immer noch ganz, ganz viele Leute Verbrenner kaufen. Ja, jeder hat ja so seine Vorlieben. Ich kann es zwar trotzdem nicht verstehen, warum die Menschen nicht sich, wenn sie das Kapital von einem Auto aufbringen, welches um die 40.000 bis 60.000 Euro kostet, ja, die Personen sollten sich ein Elektrofahrzeug anschauen. Darunter, wenn man sich ein Auto für 20.000 Euro neu kauft oder 25.000 Euro neu kauft, da kann ich natürlich sehen, da gibt es zwar auch jetzt mittlerweile ein paar Modelle, aber ich kann da erkennen, dass es vielleicht noch Gründe gibt, warum man nicht dahin geht. Und das größte Manko? Ja, die Firmenwagen. Ich würde die Firmenwagenbesteuerung für Verbrenner, reine Verbrenner, auf 2% setzen und Hybriden auf 1%. Und 0,25 fürs Elektrofahrzeug. Dann ist der Anreiz wesentlich höher, sich ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Übrigens, man sollte immer mal schauen in den Gebrauchtwagen, weil es gibt mittlerweile doch schon eine ganze Menge Angebote an Gebrauchtwagen. Und ohne Frage, man muss sich gut informieren, welches Fahrzeug hat welche Qualitäten, bevor man jetzt irgendein Gebrauchtfahrzeug kauft. Aber das ist, glaube ich, bei Verbrennern genau dasselbe. Also man muss sich da genau darüber informieren. Man sollte sich auch über die Elektromobilität informieren, bevor man dort einsteigt, damit man so ein kleines bisschen versteht, was ist. Es gibt ganz, ganz viele Foren, wo man reingucken kann. Also, mach das. Ich bin ein echter Fan von Elektrofahrzeugen. Ja, ich finde andere, also ich finde, es gibt viele hübsche Verbrennerfahrzeuge. Es ist nichts, dass ich jetzt sage, Verbrennerfahrzeuge sind nicht gut. Aber wer sie immer nutzen möchte und normal, sollte auf ein Elektrofahrzeug umsteigen. Ist einfach viel, viel bequemer. Pannenstatistik. Ja, wie sieht das denn damit aus? Wer hat denn wie viel Pannen? Und ihr seht das hier schon. Ja, die Verbrenner liegen bei 6,4 Pannen und die Elektroautos bei 2,8. Und das ist, glaube ich, bei Prozent auf 1000 Fahrzeuge gerechnet jeweils. Da kann man sehen, dass Verbrenner häufiger Probleme haben. Ist das verwunderlich? Nein, ist es nicht.
Ein Verbrenner ist ein super hochkomplexes Gebilde. Super hochkomplex. Tausende von kleinen beweglichen Teilen da drin, die dieses Fahrzeug zum Fahren bringen, was ein Wunderwerk ist, ohne Frage. Und so ein Elektroauto, das ist eben einfach nur so eine Spule und die dreht sich. Tja, dass da nicht so viel kaputt geht, ist logisch. Dass da nicht so viel Wartung dran ist, dass man nicht so viel Bremsen braucht und so weiter, ist alles nachzuvollziehen, weil das Fahrzeug einfach auch nicht ja, so komplex ist wie so ein Verbrenner. Ja, daher ist ein Elektroauto an sich die bessere Wahl. Umweltprämie. Ja, was hat das mit dieser Umweltprämie auf sich? Ja, Tesla ist momentan dabei. Model Y, aber auch nur fürs Model Y, gibt es die sogenannte Umweltprämie. Und die Umweltprämie sind 6.000 Euro Reduktion auf den Neuwagenpreis bei Fahrzeugen, die verfügbar sind. Der Nachteil, die sind, ich glaube, im Barkauf. Ich weiß nicht, ob man die auch finanzieren kann. Muss man ganz bestimmt einfach mal mit dem Tesla-Mitarbeiter sprechen. Weil es gibt auch eine 0% Finanzierung für Model Y. Das sind aber die, die nicht diese Umweltprämie scheinbar haben. Ich habe da mal kurz gescrollt und so weiter. Für mich ist das Fahrzeug nicht interessant, da ich mein Model X ja habe und damit zufrieden bin, das auch erst nicht mal ein Jahr alt ist. Also insofern habe ich da jetzt nicht das Interesse, so ein Fahrzeug zu kaufen. Und man muss bedenken, es gibt irgendwann im nächsten Jahr das Upgrade oder Update Jupiter. Dann ist das sozusagen, wird das Fahrzeug verbessert oder ja, wird verbessert, gibt es eine neue Modellversion. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, wenn man das macht. Aber trotzdem 6.000 Euro Prämie, wenn man sich denn die Fahrzeuge anguckt, die kommen alle, also das Hinterradantrieb kommt glaube ich auf 40.000 Euro runter. Im Auto, was ich glaube 450, 460 Kilometer Reichweite hat, großes Fahrzeug, alles drin, was man braucht. Also das ist schon ein gutes Angebot. Ja, kommen wir zu unserem BMW. Was hat das mit dem BMW 3er auf sich? Ja, der BMW 3er kostet um die 50.000 Euro. Ich weiß gar nicht, ob es den i3 hier zu kaufen gibt. Könnt ihr mir mal sagen, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt. 70 kWh Akku, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er so 600 Kilometer weit kommt. Vielleicht 550, 600 Kilometer weit kommt. Also vernünftige Reichweite, 50.000 Euro finde ich ja relativ teuer, aber nur relativ teuer. Also für einen Dreier, ich weiß gar nicht, was zahlt man für einen Verbrenner-Dreier? Könnt ihr mir unten reinschreiben, wenn ihr das so wisst. Ja, auf jeden Fall, was ist jetzt mit dem Auto, dass das hier in meinem Bericht ist? In China soll der demnächst für 24.000 Euro verkauft werden. Tja. So ist das, da ist Kampfpreis angesagt und da werden die Autos günstiger verkauft. Was bei mir da so ein bisschen unklar ist, ich meine, das wird dort auch gebaut, das Fahrzeug, könnten günstigere Produktionskosten sein, ob da denn noch immer eine Marge drin ist bei 24.000 Euro. Weil, also 24.000, 26.000 Euro, wenn da immer noch eine Marge drin ist, dann ist mir natürlich auch die Frage, warum kostet der hier 50.000 Euro? Ne? Da passt natürlich zu den Verbrennern, die hochkomplex sind und dadurch natürlich auch preislich gesehen höher liegen. Aber ich denke, vielleicht ist beim Verbrenner auch 20.000 Euro Marge für BMW drin. Könnte sein. Naja, ich meine, man hat eine relativ viel zu bezahlen. Ja, also jetzt so Angebote um die 26.000, schon ganz beeindruckend. Ja, kommen wir zum Ford Capri. Ja, eine Legende, muss man schon sagen. Für mich als junger Mensch damals war das wirklich ein Auto, was ich sehr attraktiv fand. Der Manta war natürlich auch sehr attraktiv. Aber beide schon, bevor ich überhaupt einen Führerschein hatte, wurden diese Fahrzeuge verkauft. Daran kann man erkennen, dass das schon ganz schön lange her ist.
Aber jetzt ist der Capri wieder zurück. Ja, und worauf basiert der Capri? Der basiert auf der VW-Plattform, der MEB-Plattform. Das heißt, VW liefert für Ford die Basisform, sodass die ihre Autos bauen können. Der Wagen ist 4,63 Meter lang und 1,80 oder 1,87 breit, hoch mit 1,62 ist er so ein bisschen höher, das heißt, man kann da an sich gut einsteigen. Grundsätzlich gesehen wohl irgendwie verwandt mit dem ID.4. Ja, die Batterie ist mit 77 Kilowattstunden schon relativ groß. Ich meine, der Preis mit 50.000 Euro oder ab 51.950 Euro ja auch nicht gering. Dafür bietet er aber bei dem Heckantrieb, der dort denn mit verkauft wird, eine Beschleunigung von 6,4 Sekunden und 180 Stundenkilometer. Das ist wiederum alles gute, solide Daten, die man dort bietet. Von der Reichweite her liegt er über 600 Kilometer mit diesem Heckantrieb. Das ist natürlich dann schon beeindruckend. Man hat zusätzlich gesehen, denn eine Ladegeschwindigkeit von 28 Minuten an Schnellladern, was sehr, sehr gut ist, also eine hervorragende Schnelllademöglichkeit. Denn 28 Minuten von 10% auf 80% braucht man gar nicht immer. Teilweise, wenn man die Route vernünftig durchstrukturiert, dann wird man höchstwahrscheinlich gar nicht bis 80% immer laden, wenn man sehr weit fährt. Also man hat jetzt 627 Kilometer. Sagen wir mal, man kommt damit 450 Kilometer in einer zügigen Fahrt voran, 150 teilweise. Und ja, viel schneller kommt man auf den Autobahnen fast nicht los. So, und dann kann man nochmal 300 Kilometer nachschießen. Das heißt, man kommt über 700 Kilometer mit 28 Minuten Pause. Ich denke, das ist ausreichend, eine kleine Pause zu machen, weil wenn man so 700 Kilometer fährt, ist man, auch wenn man mal 150 fährt oder 180 fährt, ist man 7 Stunden unterwegs, vielleicht 8 Stunden. Da fragt ihr, wie kommt das denn? Ja, ganz einfach, da gibt es eine Baustelle, da gibt es Tempolimits und so weiter und so fort. Und damit ist man im Durchschnitt nicht höher als 100, 110 Stundenkilometer. Also alles andere ist dann Glückssache. Fußball-WM, Endspiel Deutschland, gleichzeitig Ostern und Weihnachten zusammen, dann kann man vielleicht schneller mal durchfahren. Aber ansonsten, ja, das sind alles nur kurze Strecken, wo man wirklich schnell fahren kann, was ja ganz Spaß macht, wenn man mal ein bisschen schneller fährt, so ein bisschen den Rhythmus ändert, damit man nicht immer gleiche monotone Geschwindigkeit fährt, ist ganz gut. Aber, ja, daher so 700 Kilometer, 7, 8 Stunden insgesamt, inklusive Laden. Also ich denke, das ist schon eine sehr gute Zeit und alles, was da drunter ist, verringert sich die Standzeit für die Leute, die eben nicht so lange Pause machen normalerweise. Ich persönlich, ja, ich komme mit 28 Minuten Pause nicht aus. Ich brauche meistens auf 700 Kilometer so 40, 50 Minuten Pause. Zwischen denen immer 2 Stops mache ich zu großen Teilen, wo ich dann eine Pause mache. Daher deswegen interessiert mich auch das mit dem Laden nicht so, weil ich persönlich die Pausen brauche. Ja. Ja, das Auto ist natürlich wirklich etwas für jemanden, der eben in diese Richtung geht. Man hat Apple CarPlay, man hat Android. Auto da drin, das, was man eben gewohnt ist und kann dann so ein Ford Capri fahren. Im Vergleich zu den Teslas, ja, ich denke, so von der Reichweite, wenn man den, da muss man ihn mit dem größeren Y vergleichen, gibt jetzt zwar den Rabatt, also da könnte man sich das doch mal angucken, da kriegt man das Y vielleicht für denselben, vielleicht sogar günstigeren Preis, mit der gleichen Reichweite fast. Aber ansonsten geht Auto auch Geschmackssache und da muss dann jeder sehen, was für ein Fahrzeug er nimmt. Ein weiteres Fahrzeug, was einem natürlich eine Möglichkeit gibt, gerade im Dienstwagenbereich so ein Auto dann zu leasen, für die
Dienstwagenpauschale 0,25 Versteuerung ist schon relativ wenig. Das Robotaxi, ja, das Robotaxi, da bin ich wirklich gespannt drauf, hat sich aber um 2 Monate verschoben. An sich sollte im August was vorgestellt werden, jetzt wird es im Oktober vorgestellt. Warum das verschoben wird, weiß man nicht so hundertprozentig. Das Fahrzeug, ob das wirklich so aussieht, wie es hier auf dem Bild ist, das könnte sein, aber ja, sehr futuristisch. Man steigt dort ein, sitzt vorne, 2 Personen, finde ich, beim Taxi. Ja, die meisten Taxifahrten sind wirklich mit einer Person. Steigt da ein, sitzt vorne auf dem Fahrersitz, ohne Steuerung, ohne Pedalen. Und das Fahrzeug fährt ein zu dem Ort hin, wo man hin möchte. Das ist schon etwas, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Denn beim Auto, also in die Bahn steige ich ja auch ein und die Bahn fährt mich irgendwo hin. Da sehe ich auch niemanden fahren, wobei es, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt fahren die Bahn ohne Fahrer? Das gibt, meiner Meinung nach gibt es, ist das hier bei unserer U-Bahn schon so, dass wir keine U-Bahn-Fahrer haben? Oder, also in Hamburg? Oder wo ist das? Denn, ich meine, da sind Schienen, die können nicht nach rechts oder links fahren. Also das ist wirklich das einfachste autonome Fahren, dass man da keinen Fahrer braucht. Beim Autofahren ist das schon sehr komplex. Dazu passend haben wir FSD, also das Selbstfahren von Tesla, was natürlich die Grundlage für Robotaxi ist, beziehungsweise noch vom Selbstfahren, worauf ich hoffe, dass das bald kommt, denn das wäre für mich auch sehr interessant, dass mein Auto mich dann irgendwo hinfährt. Vorteil, wenn so ein Auto mit FSD fährt, dann fährt das natürlich 100% nach den Regeln. Also keine Regelverstöße. Ich versuche, keine Regelverstöße zu machen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man vielleicht ab und zu mal doch mal 2 Stundenkilometer schneller fährt oder irgendwie etwas nicht hundertprozentig stehen bleibt beim Stoppschild und sowas. Das ist natürlich menschlicher Leichtsinn, den man dort macht, auch wenn man sich dort immer wieder dann zur Disziplin ruft, dass man das nicht machen sollte. Das wird natürlich durch so FSD komplett verschwinden, weil dann FSD sich eben 100% an die Regeln halten muss. Schon aus rechtlichen Gründen wird FSD da davon nicht mehr abweichen. Und das führt dazu, dass viel, viel mehr Fahrzeuge sich hundertprozentig an den Regeln halten, dadurch weniger Unfälle passieren. Naja, und ja, Regeln werden eingehalten. Sehr gute Sache. Was hat es jetzt mit dem 12.5 auf sich? Da sollen komplexere Problematiken gelöst werden. Außerdem wird von Fahrzeug zu Fahrzeug Informationen weitergegeben, wenn es zum Beispiel irgendwie eine Baustelle gibt, die nicht verzeichnet ist in den Karten, wird diese Baustelle sozusagen an andere Fahrzeuge übermittelt, so dass andere Fahrzeuge das wissen und darauf reagieren können und vielleicht einen anderen Weg navigieren können. Insgesamt schon eine super Entwicklung. In Amerika soll es atemberaubend sein, wie dieses Fahrzeug fährt mittlerweile. Ja, hier in Deutschland ist das alles noch nicht freigeschaltet, weil eben viele Sachen auch erst noch eingelesen werden müssen. Denn es werden Bilder gemacht oder Fahrten aufgenommen, die werden von Leuten kontrolliert, ob die hundertprozentig den Regeln gefolgt sind. Und dann werden die dem Rechner gegeben, der künstlichen Intelligenz, um das einzulesen, wie man sich zu verhalten hat. Und danach fahren dann die Autos. Und es sind schon Leute unterwegs in Europa mit Autos, wo diese Daten dann gesammelt werden. Und dasselbe wird auch hier passieren, dass eben dann die Auswertung das Bottleneck ist. Da müssen immer Leute das noch kontrollieren, was dem Computer bzw. der künstlichen Intelligenz gegeben wird. Ja, Herausforderung, aber es scheint, dass wir kurz
vor dem Durchbruch sind. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.